Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies und in dieser Folge habe ich meinen ersten Gast dabei. Hallo, hier ist Yamatos. Genau, kennt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr meine Videos kennt und so ein Zeugs. Ja, ich wollte mir jetzt einfach immer alle 3 Folgen einen neuen Gast holen und er ist halt der Erste. Juhu! Okay, Freu! dann stellen wir unsere Armee Ja, den auf. Gipfels. Genau, Und die den. Kartoffel. Kartoffel? Ja, Ja, die ist. die Genau, aber hier sind keine Stabhochspringer, also praktisch ist das Ganze nicht so wichtig. Also sind billig. Ja, gut. Ach ja, du hast mir ja diese Taktik empfohlen mit in die Mitte stellen, wenn der Zombie kommt und so, ne? Ja. Okay, damit kriegen wir nämlich auch diese Eimer-Zombies, weil die sind ziemlich robust, schnell kaputt. Duplinator ist wichtig, die Eiskanone ist wichtig, die Walnuss ist wichtig. Auf die Sonnenblumenpilze, von denen halte ich eigentlich nicht so viel. Ja, die sind ein bisschen arm. Aber sie sind zu Anfang günstiger. Aber ich glaube. Naja. Ich weiß nicht. Wie schnell ist es denn? Ich glaube, warte mal. Ich glaube, ich nehme statt lieber nochmal den. Jo. Genau, weil. Ich weiß nicht, wenn wir am Anfang gleich kein Geld für den Duplinator haben, ist auch blöd, ne? Ah, du hast Giftpilze. Ja, gut, aber. Ah, gut, stimmt. Dann nehme ich doch so. Hurra! Die Giftpilze sind ja schon günstig und. Oh, Grabstein. Das war so ein beschissener Überraschungsangriff im letzten Part. Oh Da ja, habe ich vergessen, hier was habe das ich. war und dann. Du Du guckst das kannst ja ja auch. gleich mal einen Pilz in die Nähe stellen. Genau. Muhaha. Yeah! Pilze. Freu! Gab's bei euch schon Mittagessen? Ja, es ist ja schon ein bisschen spät, du. Bei uns nämlich nicht. Zombie! Zombie. Bäm's ihn weg. Na, Ah, na, na. Freu! Freu. Oh, die Augen. Wann kommt mal die erste Sonne? Ach, da endlich. Ja, ich finde die Die Pilze kriegen voll den ja lustig. locker hin. Ja. Ich hätte ihn eigentlich mit ein bisschen mehr Distanz zum Grabstein bauen sollen. Oh, das Stimmt. ist scheiße. Da hätte ich den denn bauen müssen. Wäre der doch eine Sekunde später gekommen. Warte mal, du hast doch was von dieser. Genau. Jetzt musst du nur warten, bis es rauskommt. Dann macht's Boom. Boom, und es macht Boom, wenn ich dich sehe. Genau. Okay. Ah, das erinnert mich an diese DSDS-Kandidatin, da war das doch so. Okay. Naja. Ich guck sowas natürlich nicht. Nein, da guck ich wirklich nicht. So, Sonne! Gut, na, Juhu! Sonnenblümchen. Und gleich macht's Boom! Und es macht Boom, wenn ich dich sehe. Boom! Genau. Ui. Kraboom! Ahu! Yeah. Eigentlich wollte ich die Heilreihe doch gar nicht voll bauen. Ich baue erstmal hier oben ein bisschen weiter. Stimmt, da ist ja mal irgendeine andere Taktik. Genau. Jetzt ist erstmal wichtig, dass ich hier oben eine Menge Sonnenblumen hinkriege. Ja. So. Brains. Boom. Brains. Yeah. So. Gut. Gut. Nee, der kriegt den locker hin. Die Dinger sind eigentlich Okay. voll stark. Ja, ich finde die cool. Wie kann man die so mit der Erbsenkanone vergleichen? Die hier haben sehr viel weniger Reichweite. Da baue ich gleich so eine Kartoffelkanone hin. Ja, Das ist Geld auch ist ja da. taktisch. Yeah, Geld ist immer da. professional. Geld ist immer da. Geld gibt's zu viel auf der Welt. Muhaha. Yeah. Warte mal, ich habe jetzt was von meiner Taktik falsch gemacht. Egal. Dann setze ich Ja, da gleich. fehlt jetzt dein Duplinator zwischen. Genau. Habe ich was vergessen? Okay, Gut. gleich macht's Boom. Scheiße, ich wollte die. Scheiß drauf, jetzt setze ich den davor. Ja. Ja, langsam kommt das Geld ja an. Warte mal, oder ich habe noch eine bessere Idee. Schau, dass man das Geld nicht zurückkriegt. Doch, es wäre praktisch. Warte, schafft er das, sich scharf zu stellen? Müsste eigentlich, oder? Hoffen wir mal. Hoffen wir. Ja, Die das Hoffnung wird stirbt schon. zuletzt. Das wird schon klar. Ja, Ja. das sieht gut aus. Kartoffeln for the win. Genau. Nein, 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 nein. Okay, die Seite hier unten ist gesichert. Komisch, dass hier noch keiner gekommen. Oh, da kommt jetzt einer. Oh, Surprise. ein Zeitungshaini. Die Zeitungshandys sind fies. Warte, Der ich da. Zeitungsjunge kommt. Nein. Nein.
Ich weiß schrecklich. Ich weiß nicht, schafft ihr das dadurch? Ich glaube, der schafft das. Ich kann eine Kartoffel vor die Nase setzen, weißt genau, du? Genau, Kartoffel. Ah! Dublinator. Schafft er den kaputt zu kriegen? Ja, Mist. Ja, gut. Siehst du, wie schnell das geht? So, bei den Zeitungszeilen hieß, würde ich eine Kartoffel setzen. Oder genau. Das? Hm. Oh, Mann, die sind da, die machen ja. Der frisst an den Nüssen, genau. Lustig. Warte mal. Ich leg ihm hier eine Kartoffelmine hin, dann. Bin ich da relativ gut gesichert. Oh, so, oh, das gibt's eigentlich nachher nicht auch irgend so eine Dingenskirchens Pflanze, die einem die Dinger schneller aufbauen lässt, also die sich schneller regenerieren. Oh, 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 oh. Gut, ja gut, ist rechtzeitig gekommen. Hm, bin ich mir nicht sicher. Ich würde mal einen Dublinator in die Mitte setzen, da an der Stelle, wo gerade keiner ist. So. Ich meinte eigentlich einen nach oben. Ach so, ach ja, gute Idee. Dann schmeiß doch mal so ein Eis hin. Ja, genau. Eiskalt, genau. Apropos, da wollten wir ins Kino vielleicht, wenn ich da Zeit habe, den ist. Ich wollte nämlich auch zu meinen Oma und Opa gehen. Noch. Ja, sowas ist auch ganz lustig. Ja. Hm. War ja sonst nirgendwo in Urlaub. Oh, die Musik ist gerade cool. Kleinen Moment mal, ich will mein Zimmer. Ich höre gar keine. Und weiter geht's. Yeah, cool. Gut. Das sieht wieder so aus, als ob ich gewinne. Oh, meine Walnuss stirbt da unten gleich ab. Ja, oh, die sieht so traurig aus. Wie fies. Ja, ich tausche die hier gleich so aus. Genau die Reihe. Oh, Geld. Ja. Jupp. So, Geld. Muss bald... was kaufen gehen. Ja, bald kommt ja auch noch der Zen-Garten dazu. Ah, ja. Ja, dann wird's cool. Yeah. Ich werde jetzt hier wieder einfach alles mit Duplinator nicht. Es kommt ja nachher noch der Triplinator. Oh ja, ich glaube, der sieht total geil aus. Ja, gibt's irgendwann noch. Sturmgewehr. Gibt's auch irgendwann den Quadronator? Nee, ich glaube, den gibt's nicht. Wäre aber von der Idee her ganz cool. Also eigentlich kannst du vor so einen Grat eine Kartoffel setzen. Ja, stimmt. Weißt du, da in der Mitte vor deinem Pilz vielleicht? Wie? In der Mitte da, achso, da eine Kartoffel. Das ist keine Kartoffel. Achso, meinst du. Doch, ja, die Mine vor deinem Pilz da. Achso, ja. Achso, so meinst du das. Ich dachte, du hast die jetzt verwechselt mit der. Mit der Nuss. Walnut. Den Wortwitz kennst du, ne? Ja. Naja, hier ist es Walnuss. Wal ist auch eine Mauer. Ja. Du. Okay, die Minen haben sich. Warte mal, da kann ich gleich noch eine zweite hinstellen. Was steht denn da auf dem Grabstein? Wo? Oh, der Zombie ist davor. Lese ich nachher vor. Oh, hier ist alles wieder voller Sonnen. Die Sonne! Yay! So. Oh, dieses komische. Ja. So. Da ist ja wieder jemand vor. Na toll. Hm. Oh, jetzt ist eben der Plastik. Nee, Plastik-Eimer. Nee, der. Eimer. Ja, Geld. Nee, Sonne, kein Geld. Ja, das auch. So. Zeitungsjunge. Und er kommt nicht hin. Zeitungsrage. Yeah. Nicht jeder liest gern Zeitung. Okay. Oh, du musst ja noch einen Duplinator bauen da oben in der Mitte. Oh. So fast Mitte. Genau. Man könnte noch mehr Kartoffelbomben bauen, wenn man will. Einfach just for fun. Genau, falls da jemand durchkommt. Genau. Und man könnte hier noch alles mit Erdnüssen durchbauen, aber nicht in Erdnüssen, Walnüssen. Ich mag keine Walnüsse, dann irgendwie ist mir der Mund danach immer ganz, ganz bitter. Ja, die macht das voll trocken. Mhm. Naja, nein. Gleich letzte Welle, glaube ich. Kann sein, da unten ist hier irgendwie die Anzeige. Ja. Also ich werde ja mal da unten vor die Walnuss noch eine Kartoffel bauen. Wo? Na, ganz unten. Wie da? Ja. Ach so, Kartoffel, ja gut. Gute Idee. Yeah. Letzte Welle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte. Oh, was für eine Überraschung. Ich war ja überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ich glaub, die haben wir zu spät gebaut. Ja. Juppdidupp. Jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass sie hier oben nicht die Kartoffeln auffressen. Und sag ich, meine, es ist die letzte Welle und ich habe noch alle 5 Rasen mehr. Überhaupt keinen Grund, sich Stress zu machen. Man könnte das ja so als kleine Extra-Challenge für mich machen, dass man
dass ich sage, ich will das Spiel durchspielen, ohne einen einzigen Rasenmäher zu benutzen. Na, das wäre doch mal ein geiles Ziel. Ja. Wer weiß, ob ich das schaffe. Fetzen die eigentlich die ganze Reihe weg, oder? Die fetzen die ganze Reihe weg, ja. Yeah. Ja, also Wiener, auch sogar die, Wiener Jalapeno, nur halt, dass es die großen Riesen nachher auch später mitreißt. Yeah, die Jalapenos, lustig. Ja. Die habe ich ja leider noch. Genau, die habe ich leider aber noch nicht freigeschaltet. Ey, was brauchst du so lang für den? Also, der hat einen Helm auf dem Kopf. Ja. So hast du was zu knabbern. Und er hat schon seinen Arm verloren. Cool. Oh, jetzt haben wir die großen Dinger. Die sind cool. Aber... Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, ich benutze die trotzdem nicht. Verströmt giftige Dämpfe, die Fliegengitter durchdringen. Ach ja, die Dinger. Die machen doch irgendwie so einen Kreis um sich herum Schaden, oder? Weil, nee, eigentlich, die machen hier die Dinger, können die besiegen. Okay, dann wollte ich die jetzt mal mitnehmen. Mhm. Warte mal. Gibt's eigentlich schon dieses... Nee, geht noch nicht. Kann man nicht irgendwie irgendwas über die Pflanzen nachlesen? Irgendwo? Keine Ahnung. Was sagt die Uhr? Ja, 11 Minuten, das soll für die erste Folge reichen. Also okay. Dann, in der nächsten Folge ist Martin immer noch dabei. Hurra! Bis dann, tschüss! Tschüss!